Wir sind das, nicht das, was wir sagen, sind wir, sondern das, was wir tun. Und heute möchte ich das sein, was ich am besten tue, was ich glaube, was ich am besten kann, nämlich die Verteidigung. Die Verteidigung von Menschen, wenn sie attackiert werden, wenn sie bedroht werden, wenn sie in ihren Rechten bedroht sind, in ihrer Freiheit, wenn es um Werte geht, Verfassungswerte, wenn es um die Wahrheit geht, die Verteidigung meiner Genossinnen und Genossen, etwa von Panagiotis Lafazanis, Nadia Valavani, Yannis Varoufakis, Tossas Koronakis, jedes Menschen, der angegriffen wurde in der Vergangenheit, die Verteidigung des Volkes, des öffentlichen Eigentums, die einige ins Auge gefasst haben, die Heuschrecken sozusagen des europäischen Absolutismus sich unter den Nagel reißen wollen, die Verteidigung des öffentlichen Interesses und des Gemeinwohls. Und da war es sehr bezeichnend, dass sich der ehemalige Finanzminister Varoufakis geäußert hat bezüglich der Abschaffung von Mechanismen, die die Steuerhinterziehung wirksam bekämpft hätten. Ich werde allerdings nicht mehr den Premierminister verteidigen, weil er mich überzeugt hat, dass ich das nicht mehr tun muss. Als er öffentlich bekannt hat, dass es Surrealismus ist, also eine Art Fantasie, eine Verrücktheit, irgendwie sowas ähnliches, sagen einige Veröffentlichungen, dass ich sagen soll, dass ich ihn weiter unterstütze, weil er nämlich unter Druck gesetzt worden ist, einer Vereinbarung zuzustimmen, weil er nämlich kein Kind mehr ist. Ich habe damit nicht nur den geliebten Genossen verloren, aber auch in einer Art den Premierminister, und er hat das politische Kapital verloren eines ersten linken griechischen Ministerpräsidenten. Er hatte nicht das Recht, dieses Kapital zu verbrauchen. Dieses politische Kapital entspricht den Wünschen und den Hoffnungen des griechischen Volkes, dass es nämlich endlich eine Art würdevolle griechische Politik gibt. Deshalb betrübt mich die Wahl des Premierministers, dass er sich für die Kreditvereinbarung ausspricht und dass die Genossen, die widersprochen haben, damit dem Hunden zum Fraß vorgeworfen werden. Ich weiß sehr genau, was ich tue als Vorsitzender des Parlaments, und ich halte das, was ich vor den Wahlen versprochen habe, auch in der Gewissheit, dass er das genauso tun würde. Und alle die, die ihn angeblich unterstützen, sind zugleich auch die, die zu dem alten und korruptesten Establishment gehören und auch zu denen, die jetzt zum neuen Klüngel gehören. Etwa Herrn Kouris oder den Herren von der Presse, die inzwischen die Genossen, die widersprochen haben, ins Visier genommen haben, öffentlich. Unter anderem auch mich als Vorsitzender des Parlaments. Ihnen gegenüber werde ich meine Person verteidigen mit Würde. Und auch wenn ich das nicht getan habe, alle die, die mich hätten verteidigen müssen, auch wenn ich das von Ihnen nicht verlangt habe, meine Herren der Regierung, Sie haben nicht das Recht, und es ist jetzt der letzte Moment, wo Sie das tun könnten, dass Sie diesem Land einen neuen Kredit aufbürden, wo es um die Bezahlung eines illegaler Schulden geht, sittenwidriger Schulden. Der Premier dieses Landes hat verlangt, dass wir ihm alternative Lösungen bieten. Es ist jetzt ein Monat seitdem vergangen. Ich habe seitdem gesagt, dass ich glaube, dass es solche Lösungen gibt. Wenn das Parlament hat bereits schon alternative Lösungen präsentiert.
bezüglich der öffentlichen Schulden Griechenlands. Was man bräuchte, wäre ein Auditausschuss, eine Kontrolle der öffentlichen Ausgaben der letzten Jahrzehnte. Nach dem Paragraph 472 hätte man ein entsprechendes Gesetz einbringen können und ich habe bisher noch keine Antwort bekommen vom Premierminister, wo es um die Tilgung von sittenwidrig aufgenommenen Krediten der öffentlichen Hand. Und das hätte durchaus die Regierung sich auf die Fahne schreiben können. Dieser Untersuchungsbericht des Parlaments, der zu diesem Thema erfolgt ist, hätte man den entsprechenden Organen der Vereinten Nationen vorlegen können. Wir haben bisher diesen Untersuchungsbericht, hätte man dem griechischen Helsinki-Komitee vorlegen können, und damit man klären kann, ob das griechische Volk diese Austeritätspolitik wirklich erleiden muss. Ich habe bisher noch keine Antwort bekommen, warum seit dem 15. Juni, seit dem Treffen der Parteispitzen, hat man diesen Beschluss noch nicht im Plenum diskutiert, obwohl es eine internationale Diskussion zum Schuldenproblem gibt. Wir haben sehr viele Partner international, die sich an dieser Diskussion beteiligen. Man hätte durchaus diese Kräfte bündeln können, um unsere Positionen zu stärken. Ich habe bisher keine Antwort dazu bekommen, bis heute, warum dieses Thema nicht angefasst wurde. Warum das hier nicht diskutiert wurde. In meinem letzten Schreiben an den Premier am 31. Juli 2015 habe ich ihm dies geschrieben und ich habe von ihm verlangt, dass das Parlament in die Sommerferien geht bis nach Maria Himmelfahrt, also am 15. August. Ich möchte Sie bitten, Frau Vorsitzende, die Rede zu beenden. Es tut mir auch wirklich leid um die Regierung, denn was hat sie getan? Sie hat einfach den Titel des Gesetzentwurfs geändert und damit Fisch zu Fleisch umgetauft. Dadurch ist es verfassungsgemäß geworden. Macht man das, Herr Mardas, Herr Minister? Werden dadurch Ihre Bestimmungen verfassungsgemäß? Einfach indem man den Titel ändert? Diesen Trick hat damals auch Herr Venizelos als Minister gemacht. Denn diese Tricks hat er benutzt, damit er die Verfassungsbrüche legitimieren kann. Und diesen Trick, den haben Sie jetzt genommen und wenden ihn an. Und Sie glauben, dass Sie damit einen Ausweg gefunden haben und dass Sie damit Renten einfach mal kürzen können. Und das möchten Sie verfassungsgemäß machen. Dafür müssen Sie sich schämen. Sie sind gegen die Verfassung tätig in diesem Moment. Diese ganze Kreditvereinbarung ist natürlich ein Bruch der Verfassung. Sie macht aus der Verfassung und aus den Bestimmungen des Parlaments, sie macht sie wertlos. Aber das, was Sie jetzt gerade machen, diese Veranstaltung hier, das ist ein Theaterstück des Widersinns, das in diesem Haus hier aufgeführt wird. Es tut mir sehr leid um die Regierung und auch um Ihre eigene Position. Und das, was Sie versuchen durchzusetzen, die aus diesem Staat ein Nichts machen. In diesem Land gibt es keine Demokratie mehr. Das kann man nicht mehr Demokratie nennen. Herr Papandreou hat damit angefangen, mit dem Geld ist vorhanden und ist zum Kreditmemorandum gekommen. Herr Samaras nannte das Kreditmemorandum falsch und hat es trotzdem gewählt. Und diese Regierung, Syriza und Anel, was macht die? Sie hat gegen das Kreditmemorandum gekämpft, hat sich dagegen gewandt und jetzt am Ende bringen sie uns ein wunderschönes Kreditmemorandum. Diese Regierung, egal was das griechische Volk nun auch wählt, ob da nur Referenden stattfinden oder nicht und dabei Kreditvereinbarung ablehnt, das ist nichts anderes als eine krankhafte Veränderung der Demokratie und eine Diktatur der Eurozone in der Kolonie Griechenland. Aber diese Diktatur wird zerstört werden, die vielleicht schlimmer sein wird als andere.
weil sie nämlich dieses Mal angeblich auch die Möglichkeit gibt, dem griechischen Volk sich zu äußern und zu wählen. Es gibt aber eine Alternative dazu. Es gibt keine Einbahnstraße in Griechenland.